Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Maus Akrobat und nachdem wir uns in der letzten Zeit sehr viel mit Theorie beschäftigt haben und sehr viel wirklich auf für Anfänger gemacht haben, soll es heute mal wieder darum gehen, was man im Spiel besser machen kann und wie man Chancen nutzen kann, beziehungsweise wie man sich auch das Easy Farming, wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt, erarbeiten kann. Und dafür ist eine Sache ganz, ganz essentiell. Und zwar müsst ihr den Gefechtswert eures Panzers jedes Mal wieder aufs Neue evaluieren. Bedeutet, jedes Mal müsst ihr wieder gucken, was sind die Stärken und Schwächen meines Panzers, was sind die Stärken und Schwächen der gegnerischen Panzer, gegen die ihr spielt, in welcher Tiersituation seid ihr Low-Tier, seid ihr Top-Tier, seid ihr wie jetzt hier in einem einstufigen Gefecht. All diese Sachen, habe ich ja schon mehrfach auch in Videos besprochen, sind Gegenstand der ersten 30 Sekunden und die sollte man gerade am Anfang, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat, das sofort auf einen Blick zu sehen, nutzen, um sich zu überlegen, hey, die und die Karte wird gespielt, mein Panzer ist in den und den Situationen gut, in den und den Situationen vielleicht nicht so gut, der und der Panzer könnte mir an der und der Position Probleme machen. Und genau das wollen wir jetzt hier anhand von drei Replays mal machen. Wir sind hier unterwegs mit unserem Löwen, einer für mich immer noch der besten Allround-Premiums überhaupt. Ich fahre den Löwen unheimlich gerne und ich denke auch in dieser Situation wird man sehen, warum. Normalerweise bin ich auf Lakeville überhaupt gar kein Freund davon, hier in das Valley reinzufahren. Einfach weil es sehr eindimensional ist und weil man häufig auch sehr vielen Panzern gegenübersteht, weil viele Leute dieses eindimensionale Gefecht lieber spielen als zum Beispiel hier in der Stadt, weil hier so viele Schusskanäle sind, auf die man achten muss. Also man macht häufig die Erfahrung, dass gerade nicht so gute Spieler dazu tendieren, sich diese eindimensionalen Kanäle zu suchen, weil sie da immerhin nur von vorne attackiert werden können. In dieser Situation jetzt ist es aber so, dass wir mit dem Löwen einen guten Panzer haben, mit einer guten Turmpanzerung, mit einer guten Sichtweite und einer zuverlässigen Kanone mit 10 Grad Gun Depression. Im Gegnerteam haben wir auch einen Löwen und das war's dann. Also wenn es jetzt um gefährliche Hulldown-Gegner geht, dann hört es mit dem Löwen auf. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens leider die Leute, die im Löwen sitzen, nicht so gefährlich sind. Deswegen tendiere ich dazu, die Gegner, mit denen oder gegen die ich spiele, in dem Löwen eher zu vielleicht zu unterschätzen, aber zumindest nicht den allergrößten Stellenwert beizumessen. Das war aber auch schon alles, was ich jetzt an Gefahr im Gegnerteam für mich direkt erkannt habe. Bei einer Arti kann man sagen, das ist noch vertretbar, hier in die Mitte ins Valley zu fahren. Wenn es zwei oder drei Artis sind, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr da im Valley häufig zusammengeschossen werdet. Deswegen würde ich davon Abstand nehmen. Bei einer anderen Situation, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in einem Neuner-Gefecht wären, wir hätten den Emil 2 oder einen Conqueror im Gegnerteam. Auch dann würde ich Abstand davon nehmen, ins Valley zu fahren und dann tendenziell eher in Richtung Stadt mich aufmachen. Häufig sieht man das aber, dass Leute sich überhaupt gar keine Platte darum machen, was für ein Panzer sie eigentlich spielen. Die fahren dann mit einem IS-3 hier ins Valley mit 5 Grad Gun Depression und mit ihrem Löwen in der gleichen Situation würden sie dann in die Stadt fahren. Also das ist eine Sache, das kann man vielleicht noch nicht von Einsteigern und Anfängern erwarten, aber sobald ihr so ein bisschen erfahrener und fortgeschrittener seid, sind das auf jeden Fall Themen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Und nachdem wir uns das Gegnerteam angeschaut haben und festgestellt haben, okay, der einzige Counter für unseren Löwen ist der gegnerische Löwe, alles andere sollten wir eigentlich mit unserer Panzerung im Griff haben und auch mit unserer Kanone penetrieren können. Vor den TDs, 2 Stück an der Zahl, habe ich jetzt auch nicht so eine große Angst. Rheinmetall und Kanonenjagdpanzer sind beide Papierpanzer. Also da muss ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Wenn es jetzt sowas wäre wie ein TS5 und so, das sind schon immer unangenehme Zeitgenossen. Und wenn man denen dann hier im Valley begegnet, dann muss man dann schon gucken, dass man Backup hat. Apropos Backup. Wenn ich jetzt hier alleine unterwegs wäre, würde ich an dieser Stelle jetzt hier warten auf meine Gegner, weil wir hinter uns noch eine Su 130 PM stehen haben. Aber ich habe hier noch ein IS-2-2 dabei und ein STA-1. Das heißt, wir sind 3 Panzer hier. Wir haben jetzt auch schon 2 gespottet. Bisonte, der hat auch einen guten, starken Turm und hat auch einigermaßen Gun Depression. Den sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem hat er halt einen 3-Schuss Auto-Reloader. Deswegen habe ich jetzt hier am Anfang versucht, noch nicht zu großes Risiko zu gehen und
erstmal zu warten, ob der Bisonte vielleicht einen Fehler macht. Und so lange hier versuchen, den Tiger 2 zu beschießen. Und ihr seht, mit anderen Heavys würde ich mich diese Schüsse wahrscheinlich gar nicht trauen. Oder würde ich ganz gänzlich davon absehen, diese Schüsse zu machen. Aber der Löwe, ja, der hat mehr als 240 Alpha. Der Löwe hat 320 Alpha. Waren jetzt zwei Low Rolls. Aber IS-2 und SDA sind schön mit aufgerückt. Das heißt, der Bisonte ist jetzt auch gegen drei Panzer nicht das größte Problem. Und der Löwe, wir sehen schon, dass er sich zurückzieht. Und es kann jetzt sehr gut sein, dass wenn der Löwe sich schon, der Tiger 2 sich zurückzieht, genau das passiert, was da gerade passiert. Der Bisonte zieht sich auch zurück. Und jetzt machen Tiger 2 und Bisonte tatsächlich einen Fehler. Der Bisonte hat sich jetzt tatsächlich nochmal einen Schuss abgeholt. Und jetzt müssen wir zusehen. Das ist ja dann immer so ein Eingeständnis von Schwäche. Und meistens ein Indiz dafür, dass die Gegner sich unterlegen sehen und kaum Backup dahinter haben und sich deswegen fallen lassen. Und dann müsst ihr zusehen, dass ihr natürlich den Raumgewinn erzielt, dass ihr schnellstmöglich da aus der Position rauskommt, um auch vielleicht nicht mehr von der Artie beschossen zu werden, die wir jetzt im Übrigen gerade da gespottet haben. Also er steht ziemlich ungünstig für sich selbst. Für uns umso günstiger. Das heißt, wir können ihm jetzt hier einen schönen Treffer mitgeben. Tiger 2 kommt jetzt hier nach vorne, aber unsere ISO 152K und Su 130 PM rücken schön mit auf. Ihr seht auch, der Tiger 2, da war es das dann mit seinem AP. Hat sich mal kurz ein Brett von der ISO 152K gefangen. Es steht zwar erst an der Stelle 2:1, aber wir haben jetzt die wichtigsten Positionen eigentlich überrannt und haben jetzt die Chance, hier hinten der Bisonte ist One-Shot, der T-92, den brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht zu beachten oder ernst zu nehmen. Und jetzt steht hier vor uns noch ein STA-1, auch der hat gegen die Turmpanzerung vom Löwen und den Schussabtausch eigentlich überhaupt gar keine Chance. Er muss schon mit der Standardmunition sehr gut treffen oder Premium-Munition laden und dann auch sehr gut treffen. Und wir sollten eigentlich mit jedem Schuss, den wir auf ihn abgeben, einen sicheren Penetrationstreffer landen können, in Anführungszeichen. Manchmal sagt RNG ja dann trotzdem nein. Und dann, wenn wir diese drei Panzer hier raus haben, können wir ganz gemütlich von hier wieder Haldown mit unserem Turm spielen. Hier hinten, was hier noch so steht, beschießen. Unser Team hat sich sehr gut aufgeteilt. Wir haben hier den Durchbruch im Valley geschafft. Und hier in der Stadt sind auch genug Panzer, die hier hinten noch quasi das Gegnerteam abfedern. Wenn es jetzt so sein sollte, dass das Gegnerteam hier die Stadt gewinnt, dann können wir uns natürlich überlegen und hier unten diese Position wieder spielen. Aber grundsätzlich läuft es zu unseren Gunsten und dann sollten wir auch zusehen, dass wir einfach weiter Druck aufs Gegnerteam aufbauen. So, ich habe jetzt geguckt, ob er hier vielleicht einen Fehler macht. Er sieht ein bisschen nervös aus, der Kollege, ob er da vielleicht sich nochmal rauszappelt und sich dann von uns einen einschenken lässt. Aber sieht so aus, als wenn er das nicht möchte. Witzig ist immer, wie der Lynx dann sagt, zurückfallen lassen. Der Schuss war jetzt ärgerlich, dass der nicht getroffen hat. Unser Arti könnte jetzt eigentlich mal den Bisonte da rausnehmen. Und wir können uns dann ganz entspannt hier um den SDA kümmern. Erster Treffer für uns. Der SDA hat daneben geschossen. Unser SDA hat auch nochmal getroffen. Das heißt, der SDA hat gleich doppelt ins Scheißefass gegriffen. Einigermaßen viele Low Rolls jetzt dabei. Schon wieder nur 257 Schaden gemacht. Also den Schuss vorne auf den Turm vom Bisonte gebounced. Jetzt versucht hier der T-92 wegzufahren. Den sollten wir aber kriegen. Die Kanone vom Löwen ja auch ultra zuverlässig. Also es gibt kaum eine Kanone bei 8er Heavys, die zuverlässiger funktioniert als die Kanone vom Löwen. Jetzt steht da noch ein total ahnungsloser TVP-VTU. Den können wir gleich noch mit wegnehmen. Leider muss man sagen, steht hier neben uns Johnny Schmatzmann in seiner ISO 152K, der hier auch gut reinlunzen kann. Nächster Treffer, wieder eine Low Roll. Also langsam fange ich an den Damage-Zahlen zu zweifeln. Und Johnny Schmatzmann ist schon wieder da am Rumschnobeln und will sich gleich den nächsten Schuss gönnen. Ich glaube, er ist ein bisschen zu optimistisch jetzt herangegangen, die ISO 152K. Hat sich jetzt auch ziemlich viele Schüsse dafür gefangen, dass er da so, ja, sehr, sehr gierig um die Ecke gelinst hat. Und gleich wieder der nächste Treffer auf den SDA. Also der SDA hat hier definitiv keinen Spaß. Man darf jetzt wohl mit bösen Zungen behaupten, dass unsere Su und unsere ISO ein bisschen sehr, sehr übereifrig sind, beziehungsweise ein bisschen sehr gierig.
Ihr seht das, der ELC EVE 90, er spottet uns und beschießt uns. Also wir können jetzt hier nicht einfach rausjodeln. Es steht 8-8, also das Gefecht ist jetzt auch noch nicht gewonnen. Der ELC EVE 90 sollte eigentlich mit der Standardmunition frontal auf uns keine Chance haben. Zumal die Kanone vom ELC EVE 90 auch so scheiße ist, dass ich mir da jetzt eigentlich keine Sorgen mache. Der Pantera ist schon ärgerlicher. Der kann uns durchaus auch frontal penetrieren. Und wir haben hier, wir müssen jetzt einfach warten, dass unser M6 und unser Bisonte da vielleicht den IS-3 wegklären. Und dann hinten den Pantera spotten. Solange können wir hier tatsächlich noch mit Blindschüssen arbeiten. Oder mal gucken, ob wir hier den SDA rausnehmen können. Jetzt hat mich der ELC EVE 90 wieder gespottet. Da hinten ist er jetzt aufgegangen. Das war ziemlich frech von ihm. Leider trifft der Schuss nicht. ELC EVE 90 natürlich auch ein mega kleines Ziel. Ne? Nicht so einfach zu treffen, dieser kleine Scheißer. Aber unser Team hat das hier sehr gut im Griff. Der ELC EVE 90 hat jetzt sogar schon auf APCR gewechselt. Klingelt trotzdem an uns. Auch der Schuss trifft leider nicht. Arti hat, glaube ich, auch daneben geschossen. Und jetzt muss einfach, ich glaube, der Schuss ist reingegangen. Müssen wir später mal schauen, ob wir ein bisschen was blind getroffen haben. Aber der Pantera sollte da irgendwo noch in dem Bereich stehen. Und jetzt auch an dieser Stelle, auch wenn wir noch 1100 HP haben, nicht überreagieren. Langsam machen. Vor allem jetzt vorsichtig sein. Der ELC, wie gesagt, ist jetzt nicht mein allergrößtes Problem. Da steht er, der Pantera sollte unser Primärziel sein. Schon wieder eine Low Roll, 251. Also, ich weiß nicht, ob wir in dieser Runde eine leichte High Roll mit 330 hatten wir, glaube ich mal. Ansonsten überwiegend hier Low Rolls. Der Pantera jodelt ja jetzt auf unseren M6 drauf. Stellt sich jetzt safe hinterm Haus. Ich will natürlich jetzt auch nicht nach vorne fahren und mir das ganze Magazin vom ELC EVE 90 geben lassen. SDA hätte ich jetzt hier gerne rausgenommen. Da ist ja schon wieder der ELC. Und wenn wir ihm die Seite anbieten mit der APCR-Munition, dann trifft er uns schon. Wieder eine Low Roll, 286. Also dieses Game ist ein bisschen verhext. Das war nur ein kritischer Treffer. So, und jetzt wollen wir schauen, dass wir hier den SDA rausnehmen können. Der Rheinmetall sollte jetzt auch nicht das allergrößte Problem sein. Da steht der SDA, tschüss. Und da vor uns steht der Rheinmetall. Auch der geht jetzt raus. Und wir haben hier insgesamt 3900 Schaden gemacht, 5 Kills. Keine Ahnung, ob wir noch was blind getroffen haben, aber es war eine sehr, sehr gute Runde für den Löwen und das, obwohl wir extrem viele Low Rolls auch noch dabei hatten, aber diese Runde, das sind halt dann die Momente, wo man auf der einen Seite seinen Gefechtswert selber kennen muss, die eigene Stärke gegen die Schwäche der Gegner ausspielen und wenn die Gegner einem dann auch noch quasi den Platz lassen und versuchen auszuweichen vor euch als Löwen, weil sie sich sicher sind, dass sie da von euch dominiert werden und das wäre unterm Strich, da waren sie gar nicht so verkehrt, auch passiert. Dann muss man sofort nachsetzen und die wichtigen Positionen immer sich in so Positionen bringen, wo man selber das Tempo diktieren kann mit dem Löwen, weil die DPM halt auch nicht so groß ist und wo die Gegner an der eigenen Panzerung verzweifeln. Wie gesagt, in der Stadt hätten wir hier, denke ich, größere Probleme gehabt gegen KV-4, gegen IS-3, gegen den gegnerischen Löwen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier nonstop unseren Turm spielen konnten und unsere Kanone, haben wir 1700 Schaden geblockt und die Runde ist zu unseren Gunsten nicht nur gegangen, sondern wir konnten dabei auch noch schön farmen. Und häufig lese ich das dann unter den Videos oder in den Twitch-Kommentaren, oh, solche Gegner hätte ich auch gern mal. Wenn man dann aber die Leute, die das dann schreiben, sieht, wie die dann mit ihren Panzern agieren und wie sie einfach nicht erkennen, wann sie mal geile Farmsituationen haben, genau das sind die Momente, wo man dann da sein muss und wo man dann auch seine Chance nutzen muss. Diesmal haben wir mal ein ganz anderes Szenario. Wir sitzen in der guten alten Margret im Jagdpanzer E100.
Wir sind in einem 10er-Only-Battle und was sofort ins Auge sticht, ist der absolute Luxus, dass wir keine Arti haben. Wenn Arti mit im Spiel ist, gerade bei so einem Schlachtschiff wie dem Jagdpanzer Ehren 100, dann muss man natürlich ein bisschen passiver fahren. Wenn aber keine Arti da ist, dann kann man ruhig auch mal ein bisschen aggressiver fahren. Ist jetzt die Frage, wo fährt man dann hin? Viele fahren immer zum Strand mit so einem Schiff. Das Problem ist, wenn ihr unten beim Strand seid, selbst wenn ihr beim Strand vielleicht ein, zwei Gegnerpanzer erwischt, dann müsst ihr wieder irgendwann von unten nach oben fighten. Und gerade in einem turmlosen TD ist das Letzte, was ihr wollt, von unten nach oben zu fighten. Hier in der Mitte mit der nicht vorhandenen Gun Depression beim Jagdpanzer Ehren 100 und der nicht vorhandenen Mobilität ist auch schlecht Kirschen essen. Was bleibt also noch? Man könnte hier oben diese Position anspielen oder halt auf diesem mittleren Tableau hier Druck auf das Gegnerteam aufbauen. Und wir sehen auch schon, dass wieder einiges am Start ist. 60 TP, Objekt 2684, STB-1, T-57 Heavy. Nur der T-100 Light ist zum Strand gefahren, der Blödmann. Aber das soll uns jetzt hier auch nicht stören, weil wir haben auch oben auf dem offenen Feld genug Panzer. Wenn ihr die Luxussituation habt, dass ihr hier genug Backup habt, Super Conqueror ist jetzt auch noch dabei, dann bleibt nicht hinten irgendwo stehen und macht einen auf Sniper Johnson, sondern fahrt nach vorne und versucht mit dabei zu sein und versucht ja nicht nur für euer Team Schaden zu machen, sondern man kann ja auch HP einbringen mit dem Jagdpanzer Ehren 100. Man kann auch mal ganz freche Schüsse machen, aber das Ganze funktioniert halt eben nur dann, wenn ihr mit dabei seid und nicht so wie zum Beispiel unser T-110E4, der genauso gut wie ich jetzt hier vorne stehen könnte. Guckt euch an, wo er steht. Beim FV-4005, da kann ich das noch ein Stück weit verstehen, weil der FV-4005 halt, sobald er aufgeht, meistens auch drauf geht, weil er halt aus Pappe besteht. Aber der T-110E4 sogar noch mit einem drehbaren Turm könnte hier vorne noch viel besser agieren als meine Wenigkeit. Und da fehlt mir dann immer so ein bisschen das Verständnis dafür, dass die Leute diese Chance nicht nutzen und einfach hinten stehen bleiben. Wäre der E4 cleverer Spieler und hätte seine Chancen hier evaluiert und hätte seinen Gefechtswert bemessen, dann wäre er hier vorne mit dem 60 TP, mit dem 2684, mit meiner Wenigkeit zusammen und würde hier Druck auf das Gegnerteam aufbauen. Unser Team kommt auf der 9er-0er-Linie nicht so recht weiter. Da fährt jetzt ein Super Conqueror mitten übers Feld. Und das ist natürlich ein frecher Schuss. 1152 und nochmal angezündet. Super Conqueror kann eigentlich froh sein, dass er hier einen automatischen Feuerlöscher am Start hat und sofort löschen kann. Aber die ersten 1244 Schaden sind im Kasten und da brennt er schon wieder. Das sollte es jetzt für den Super Conqueror gewesen sein. Also, er hatte kurz mal Glück und dann halt wieder auch mal ein bisschen Pech. So. Und jetzt geht es im Prinzip weiter, hier Druck aufbauen. Wir haben jetzt gesehen, dass unten Type 5 Heavy und Jagdpanzer Ehren 100 kommen. Und da ist unser E4 natürlich sofort dabei am Strand. Wenn es am Strand zur Action kommt, dann fahren solche Leute da auch ganz gerne runter. Er steht schon 3:0. Unser Team setzt sich jetzt oben auf der 9er-0er-Linie durch. Und wenn ihr farmen wollt, dann bringt euch hier unten abwarten meistens nichts. Kann jetzt nicht sagen, ob der E4 überhaupt schon einen Schuss gemacht hat, ob er vielleicht den Type 5 mitverarbeitet hat. Unser 183er hat den gerade rausgenommen. Weiß ich nicht, ob der T-110E4 da überhaupt mal zum Schießen kam. Aber das Problem ist jetzt, der Jagdpanzer Ehren 100, der wird sicherlich auch ein Stück zurückgefahren sein. T-57 Heavy wird wahrscheinlich auch umdrehen. Und jetzt steht der T-110E4 hier unten und muss entweder den gesamten ewig langen Weg über den Strand zurücklegen oder hier sich wieder mühselig hochkrabbeln, während wir hier oben stehen und die Überlegenheit unseres Teams und dem nicht vorhandensein der Artis einfach schamlos ausnutzen können. Natürlich auch hier wieder, wir können jetzt hier nicht wie die Axt im Walde einfach durchmarschieren. Dafür hat das Gegnerteam auch einfach noch zu viele Panzer, die auf uns wirken können. Aber wenn sich solche Kollegen hier anbieten, der hier mit einem Doppelschuss um die Ecke kommt, dann könnte man sich überlegen, dem SC2 da unten zu geben. Ihr seht das jetzt, Super Conqueror, T-110E4, FV-183, T-100 Light, alle jodeln jetzt im Jagdpanzer hinterher. Auch unser SCB steht hier neben uns und schmatzt da schon runter. So, T-57 Heavy, das soll er jetzt bitter bereuen, den einen Schuss, den er gemacht hat. Hier, frisst das!
Ja, es war ein guter Trade für den T57 Heavy. 418 hat er an uns gemacht und wir haben einfach mal geantwortet mit 1178. Sind jetzt schon bei 2422 Schaden, während quasi hier unten unsere Crew mit 5 Mann auf den gegnerischen Jagd-E pusht. Auch den Schuss lässt Margaret sich nicht nehmen. Nächster Treffer für 910, macht 3332 Schaden. 5:1. Und jetzt müssen wir schon tatsächlich schauen, ob wir hier nicht in irgendeiner Art und Weise noch Schaden bekommen können. Ich meine, das, was der... Ich nehme jetzt hier den T110E4 als Beispiel. Er hat es dann beim Spielstand von 4:0 geschafft, nach vorne zu fahren, ja. Aber das sind dann halt auch meistens die Spieler, die, wenn es für das eigene Team nicht so gut läuft, einfach fehlen, um Druck auf das Gegnerteam aufzubauen und dann die ganze Runde hinten stehen, nichts tun und einfach warten, bis die eigenen Mitspieler tot sind. Aber konzentrieren wir uns wieder mehr auf unser eigenes Gameplay. Es ist halt essentiell, dass ihr, wenn ihr Chancen bekommt, diese Chancen auch nutzt und vor allem euch auch dementsprechend positioniert. Dass ihr nicht zu weit ab vom Schuss seid, dass ihr gerade mit so einem langsamen Panzer wie dem Jagdpanzer E100, aber auch mit sowas wie einem E3, einem Badger, wie wir den hier vor uns sehen, E4, das sind halt alles sehr, sehr lahmarschige Panzer. Und wenn ihr da brauchbare Runden über 3000 Schaden haben wollt, dann müsst ihr halt schauen, was ist möglich, wo kann ich mitpushen. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier in der Situation den Luxus gehabt, dass es keine Arti gab und haben uns, denke ich, wieder ordentlicherweise dem Gegner-Setup entsprechend und vor allem der Karte und den Voraussetzungen entsprechend positioniert, so dass wir quasi mitspielen konnten, mitregieren konnten. Ja, und von dem anderen kriegen wir jetzt hier nichts mehr ab. Jetzt können wir hier abbrechen. Wir gucken uns später noch die Postgame-Stats an und würde sagen, wir springen in die nächste Runde. Hier haben wir jetzt eine weitere Besonderheit, die natürlich dann fortgeschrittene Spieler sich über die Zeit aneignen müssen. Wir sind auf der Karte Wadi, wir sitzen in einem Medium. Das sind schon mal zwei Sachen, die sich sehr gut ergänzen. Und dann sind wir auch noch auf der besseren Seite für den Süden. Das ist zum einen Metakenntnis, das, was ich in meinen Videos zur Karte Wadi immer sage, das Gefecht auf Wadi wird im Süden entschieden. Das zweite ist, der äußerst östliche Spawn, da wo wir jetzt gestartet sind, hat, wenn es um den Fight im Süden geht, einen Vorteil, weil man, wenn man einigermaßen aggressiv hier vorne ranpusht, hier diese Position sehr gut gegen die F1-Position spielen kann. Also das ist so Erfahrungswissen, was man natürlich auch braucht, um seine Chancen überhaupt erstmal zu erkennen. Ja, wenn man die Erfahrung nicht hat, wenn man das Wissen darum nicht hat, dann kann man diese Chance ja auch gar nicht sehen. Das ist so wie beim Schachspielen. Man muss genug Schacherfahrung haben, um die einzelnen Züge dann auch schon vor dem geistigen Auge sehen zu können. So, wir haben hier ein bisschen Backup, HWK-30, SDA, Progetto. Das Gefährlichste für uns im Gegnerteam sind natürlich die Autoloader, die beiden Progettos und die beiden G-Source, würde ich sagen. Aber es sind so viele TDs am Start, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass uns jetzt hier super viel entgegenkommt. Stritzmann S1 sehr, sehr optimistisch. Da hinten der Rheinmetall, unser HWK hat den Rheinmetall gespottet. Wir konnten ihm einen mitgeben. Ich habe mich jetzt unglücklicherweise auch hier spotten lassen und fange mir einen vom Progetto. Progetto ist natürlich eine bittere Nummer, aber unser Progetto pusht das schon so entschlossen rein. Wenn wir jetzt zugucken würden, wie der Progetto stirbt, dann haben wir was falsch gemacht. Sondern wir müssen jetzt hier schauen, dass wir dann vorne mit dabei sind. Und die beiden machen das schon richtig, der HWK-30, der Progetto und auch der SDA. Alle kommen jetzt hier mit und wir contesten jetzt hier die Position. Trotzdem ist es immer noch ein riesengroßes Risiko natürlich, was wir hier eingehen. Warum? Weil wenn die beiden gegnerischen Progettos sich zusammenfinden und pushen, die Gefahr hat man halt jedes Mal, dann geht man auch mal ganz schnell raus. Wenn da noch ein G-Saw dazukommt oder sowas, dann kann das schon wehtun. Und vor allem stehen da hinten noch die TDs. Ihr seht, unser Progetto hat sich gerade von beiden TDs schön einschenken lassen. Das ist natürlich wieder so ein richtig blöder Move. Und jetzt fährt der Progetto schon wieder nach vorne. Also, das gehört übrigens auch dazu. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass wenn man solche Positionen angeht,
contestet, dass dann Mitspieler sich vielleicht auch nicht so ganz clever verhalten, wie im Fall jetzt von unserem Progetto. Erst overpeakt er hier völlig, also fährt viel zu weit raus, lässt sich von den beiden Isu und Rheinmetall beiden eingeben, hat dann nur noch irgendwie 20 AP, fährt hier weg und fährt dann gleich nochmal raus, nur um sich wegmachen zu lassen. Unser HWK 30, ihr seht das, pusht jetzt in zwei Progettos rein, da oben stehen zwei TDs und hier hinten stehen drei Panzer. Also der HWK 30 wird es auch nicht überleben und der SDA 2 hat sich auch schon gut einschenken lassen und ist quasi, ja, Two-Shot für die beiden Progettos. Der einzige Vorteil, den wir jetzt noch haben, einer der gegnerischen Progettos ist auch One-Shot und die anderen Panzer sind eigentlich zu weit weg, um uns zu pushen. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, da fasst man sich manchmal an den Kopf. Aber ihr könnt halt auch nicht erwarten, dass sich jeder Mitspieler, der sich mit euch nach vorne bewegt, auch immer verhält wie ein guter Spieler, sondern manchmal werden die Leute dann auch einfach gierig, überaggressiv, wie auch immer man das nennen möchte, unvorsichtig. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass es so aussieht, als wenn die beiden Progettos uns hier angehen wollen. Und der SDA würde jetzt gut daran tun, nicht weiter nach vorne zu fahren. Fängt sich ein, will jetzt unbedingt nochmal schießen und geht raus. Und das sind halt so die Situationen. Und jetzt bin ich halt, jetzt habe ich halt das Problem, ich muss jetzt den Low AP auf jeden Fall rausnehmen, den One-Shot. Der eine hat seinen gesamten Clip auf mich gemacht. Den können wir rausnehmen, ohne uns einen zu fangen. Und wir können jetzt, glaube ich, nochmal schießen, bevor der Progetto nochmal schießen kann. Im Facehack habe ich eine ganz gute Panzerung mit dem C-52 Lease. Und dadurch, dass ich weiß, dass er auf dem letzten Schuss ist, lade ich schneller nach und kann ihn jetzt hier rausnehmen. Also, in so einer Situation rechnet immer damit, dass eure Mitspieler Scheiße bauen. Und seid dann darauf gefasst, dass ihr euch dann darauf konzentriert, den Low AP rauszunehmen. Dass uns der andere seinen gesamten Clip gibt, das konnten wir jetzt nicht verhindern. Ich tue jetzt so, als wenn ich hier ausweiche, werde aber gleich dann wieder umdrehen und zurückfahren. Wir haben jetzt oben im Norden noch zwei G-Saws, für die ich spotten könnte, plus ein T-44. In der Mitte haben wir den VK plus einen gegnerischen G-Saw. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier vielleicht die ISO rausbekomme. Wenn sie da nicht mehr stehen sollte, dass ich dann so schnell wie möglich nach vorne fahre, die Base spotte für die beiden G-Saws aus meinem Team, die dahinter stehen. Und jetzt, erst jetzt, wo wir diese Position für uns gewonnen haben, wir haben zwar nur noch 125 AP und es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können, aber wenn man gar kein Risiko in Kauf nimmt, dann wird man auch nie in den Luxus kommen, dass man mal so richtig schön reinschmatzen kann. Ja, also das sollte einem klar sein. Das ist dann halt auch immer so, wenn ich dann in eine, ich finde das immer so witzig im Stream, wenn ich dann in so eine Position reinfahre, dann kommt es natürlich auch häufig genug vor, dass ich dann von diesen beiden Progettos jetzt in dem Falle weggejodelt werde und mich dann auch tierisch darüber aufrege, dass mein Team sich so wegschmeißt, selbstverständlich. Aber dann kommen immer so Sprüche wie, ja, niemals dem Team vertrauen etc. Wenn ihr aber niemals eurem Team vertraut und wenn ihr auch niemals bereit seid, Risiko zu gehen, dann werdet ihr eigentlich nur, immer nur in die Farm-Situation kommen, wenn euer Team verliert und ihr ganz passiv hinten rumsteht. Das bedeutet dann aber, dass ihr zwar den meisten Schaden in der Runde macht, dass ihr dann aber die meisten Gefechte verlieren werdet. Das heißt, gewisses Risiko muss man halt immer gehen, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen wie die Axt im Walde einfach durchschreddern, ohne Sinn und Verstand und kontrolliertes Risiko. Und das, was wir jetzt hier gespielt haben, war sicherlich kontrolliertes Risiko. Und jetzt zum Schluss haben wir die Möglichkeit, hier unsere Lorbeeren zu ernten. Jetzt wird wieder der ein oder andere sagen, mein Gott, so ein Gegnerteam hätte ich auch mal, so ein Free Farm. Aber das wäre dann wieder jemand gewesen, der hier mit dem Progetto schon vor 5 Minuten ins Gras gebissen hätte und quasi gar nicht mehr, ihr merkt, ich übertreibe jetzt natürlich, aber im übertragenen Sinne wäre derjenige, der sagte, ich hätte auch gerne mal so ein blödes Gegnerteam, derjenige, der hier vor 5 Minuten mit dem Progetto ins Gras gebissen hätte und gar nicht mehr in die Lage sich selbst versetzen konnte, hier jetzt dann zum Schluss die Lorbeeren einzufarmen und quasi dann nochmal schön rumzuschmatzen. Der T-44 hat die große 122mm Kanone drauf, das heißt, ich habe jetzt nicht so die große Angst, dass er mich hier penetriert, beziehungsweise überhaupt erstmal trifft. Außerdem ist er auch noch gestunt. Hat jetzt auch daneben geschossen. Er schießt HE.
aber hat daneben geschossen. Und das war es jetzt hier für ihn. Über 5000 Schaden. Und diese 5000 Schaden sind halt wieder nicht aus Glück oder so entstanden, sondern wir haben die Karte gespielt. Wir haben unser Wissen darum gespielt, dass der Süden das Gefecht gewinnt. Wir haben unser Wissen darum gespielt, dass wir die stärkere Seite haben. Wir haben, als wir gesehen haben, okay, wir haben hier genug Mitspieler, sofort diese Position eingenommen. Dann haben sich leider muss man sagen, unsere Mitspieler ein bisschen selber im Weg gestanden, haben sich weggeschmissen. Trotzdem hat es am Anfang genug oder gereicht, dass wir hier genug Schaden machen konnten, sodass die beiden Progettos uns nicht rausgepusht haben. Und danach war dann quasi Free Farm. Also auch das gehört dazu, zu einem Easy Farming. Wie wir das in der ersten Runde gesehen haben beim Löwen, einfach gucken, was kann mein Panzer, bietet sich hier eine bestimmte Position an, was haben die Gegner für Panzer und das dementsprechend einsetzen. In der zweiten Runde einfach die Situation nutzen, dass mal keine Arti dabei ist und dass nicht alle zum Strand fahren, auch den Panzer seiner Stärken nach einsetzen und hier in dieser Situation halt einfach die Karte und die Metakenntnis um die Karte genutzt, um schön zu farmen. Das wollte ich euch auf dem Weg mitgeben. Ich würde sagen, wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde im Löwen war ein Panzerass, 165.000 Credits, Stahlwand, Großkaliber. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 3.947 Schaden, 5 Kills, 1.543 Basiserfahrung. Und jetzt gucken wir mal, der Löwe im Gegnerteam hatte ja im Prinzip die gleichen Voraussetzungen. 588 Schaden, weil er in die Stadt gefahren ist und weil er wahrscheinlich überhaupt sich keine Gedanken darum gemacht hat, wo hat sein Panzer den höchsten Gefechtswert und wo kann man den Gegner zur Verzweiflung bringen. Er hat auch überhaupt keinen Schaden mit der Panzerung abgewehrt, wahrscheinlich weil er sich im Offenen hat abfarmen lassen. Also das sind halt Unterschiede zwischen Leuten, die sich Gedanken darum machen, was kann mein Panzer, was kann das Gegnerteam, wo hat mein Panzer den höchsten Gefechtswert. Wie gesagt, gleiche Voraussetzungen für beide, unterschiedliches Spielergebnis. Schauen wir mal ganz kurz auf das zweite Match. Das war zweite Klasse mit Margret, 4.131 Schaden. Hier haben wir quasi den drittmeisten Schaden gemacht. Unsere Mediums haben oben gut rasiert. Das Gegnerteam hat oben aber auch ganz brauchbar dagegen gehalten. Nur die Leute, die halt unten Richtung Strand unterwegs waren etc., die sind halt hier komplett abgestunken. Aber wenn wir uns jetzt hier mal angucken, ich meine, der T110E4 hat zum Schluss dann doch noch ein, zwei Schüsse machen können. Alles in allem muss man aber sagen, hat er in der Runde, wo im Prinzip dieser Schaden für ihn auch möglich gewesen wäre, oder zumindest so viel wie hier das Objekt 2684, 3200 Schaden, das war locker drin. Aber dadurch, dass der T110E4 seinen Stiefel X, den er immer spielt, weil er immer erstmal hinten rumsteht, weil er dann diesen ewig langen Weg fährt, hat er hier nur 1500 Schaden gemacht. Auch das wieder gutes Beispiel dafür, wo halt der Unterschied ist, wie man sich überhaupt erstmal zu dem Schaden hinarbeitet und vor allem auch guckt, was kann mein Panzer, kann ich vorne mitfahren? Und wie gesagt, der T110E4 hätte vorne sogar noch deutlich besser performen können als mein Jagdpanzer, weil er halt auch noch einen drehbaren Turm hat. Gucken wir auf das dritte Match. Auch das war ein Panzerass. Wir haben hier die Spartaner-Medaille geholt und Großkaliber mit 5.112 Schaden, 567 Unterstützungsschaden. Wir haben hier mit Abstand den meisten Schaden in der Runde gemacht. Der G-Saw im Gegnerteam hat auch noch ganz gut gefarmt mit 3.400. Ja, leider hat sich unser Progetto da ziemlich schnell weggeschmissen und auch unser STA-2 hat sich nicht wirklich clever verhalten, aber beide haben dann kombiniert trotzdem noch genug Schaden gemacht, um dass mich zumindest die Progettos nicht pushen konnten. Gucken wir hier nochmal ganz kurz auf den detaillierten Report. 135.000 Credits, 26 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 18 Mal penetriert. 4.040 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Das war auf jeden Fall schon lecker. Und beim Löwen haben wir gar nicht geguckt. 105.000 Credits haben wir gemacht, 1.700 Schaden geblockt. Ja, also, ich hoffe, ich habe das Thema nicht zu trocken erklärt. Ich hoffe, dass ihr mitgekriegt habt, das waren natürlich jetzt wieder nur Beispielrunden und selbstverständlich laufen für mich auch nicht alle Runden so. Aber wie gesagt, wenn man nie Risiko geht und wenn man nie sich diese Gedanken überhaupt macht, dann wird man auch nie in diese Verlegenheit kommen, diese Free-Farm-Situation zu erleben. Also, dass das jetzt keine hundertprozentige Erfolgsgarantie hat und dass ihr genauso gut mit dem Löwen dann auch mal im Valley überrommelt werdet,
werdet, weil mehr Gegner kommen oder dass wir jetzt in der Situation mit dem CS52 Lease einfach weggepusht werden. Das kommt immer vor, aber ich würde das nicht so häufig machen, wenn es für mich nicht auch häufiger funktionieren würde. Und wenn es dann funktioniert, hat man halt meistens auch gleich eine geile Runde dazu. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.